yeah, Elektrostadt. Ich hatte gerade eine ultra fette Idee. Die musste ich spontan mit euch teilen, obwohl mein letztes Video ja erst ein paar Stunden zurückliegt. In meinem Urlaub kriegt halt ein bisschen mehr von mir zu sehen. Heute lösen wir mal ein Problem, das mich seit ewigen Zeiten immer wieder nervt. Nämlich der Umstand, dass diese dämlichen Kabeldinger hier die Neigung dazu haben, dass sobald man sie mal geöffnet hat, was ich jetzt mal hier mache, allerdings nur zur Hälfte, sie plötzlich auseinanderflattern, einem in der Schublade rumfliegen und generell nerven. Ja. Die Lösung dafür bauen wir mit diesem Dremel und dieser handelsüblichen Heftpflaster-Aufspulrolle, die wir nur minimal modifizieren müssen. Ja. Jetzt hoffen wir alle, dass ich das hinkriege, ohne mir einen Finger zu bohren. Wir schauen erstmal auf die Drehzahleinstellung vom Dremel. So niedrig wie möglich ist immer wichtig, wenn man Plastik bohrt. Und dann bohren wir ein Loch in dieses Teil hier und zwar relativ nah hier am Rand. Ja, also nicht in der Mitte, sondern wirklich am Rand. Nicht zu viel Druck ausüben, sonst schmilzt das Plastik. Na Philipp, da weißt du was von. So. Einfaches kleines Loch hier am Rand gebohrt. Als nächstes nehmen wir die Verpackung und hier machen wir ein Loch in der Mitte. Wieder nicht zu viel Druck, nicht zu viel Temperatur, sonst geht das kaputt. So ist ein wunderbares Loch geworden. Schön gerade, keine geschmolzenen Ecken, keine harten Kanten. Super. Nächster Schritt, wir sind mutig. Und machen dieses blöde Teil hier auf, schnappen uns das, gehen damit durch das Loch, das wir hier gebohrt haben, durch und machen hier einfach mal einen Knoten rein. Durch einen kleinen Doppelknoten. Ja, hält. Zack. Festziehen. Als nächstes spülen wir einfach die gesamte Rolle Draht, die wir haben, hier schön sauber auf. Die Bohrung an der Seite war deswegen, damit man es möglichst sauber aufspulen kann, ohne Überlappung. Ja, also anders als ich es jetzt gerade mache. Das waren jetzt 10 Meter ganz normale Litze. Also diese 0,14er oder was das da ist, 1,4 kA. So, fertig, alles draufgespult. Jetzt nehmen wir das Ende hier und stecken es durch das Loch, das wir vorhin hier drin gebohrt haben. Zack, einmal durch. Und dann einfach klack da rein. Nochmal kurz festzurren. Ja. Und schon haben wir einen wunderbaren Abroller für Litzenkabel. Kann man wunderbar sauber aufräumen. Nach Gebrauch einfach reinspulen. Zack, zack. Keine Scheiße mehr in der Werkzeugkiste. Super, oder?